Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Metro Exodus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, wir sind ja hier gerade am Klären und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also bleibt dran. Sie ist extrem zielsicher. Jetzt wünschte ich nur noch, dass deine Mama auch mit uns kommen kann. So, wir müssen, glaube ich, auch mal mit dem hier mal quatschen. Bitte mal hier. Gut, dass du sie gerettet hast, Artyom. Gerne. Katja hier hat uns mit wichtigen Informationen versorgt. Und jetzt? Am Hafen versteckt sich ein Mechaniker namens Crest. Wir werden seine Hilfe brauchen, wenn wir die Aurora in absehbarer Zukunft reparieren wollen. Jerma kriegt das nicht alleine hin. Sobald du also bereit bist, gehst du zum Hafen und lädst Crest ein, sich uns anzuschließen. Und dann kommst du sofort zurück. Wir müssen entscheiden, was wir mit den Fanatikern an der Brücke machen. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die Brücke funktionstüchtig ist. Als sie letztes Jahr herkamen, haben sie sie überquert. Nun, zumindest sehen wir jetzt etwas klarer. Aber es gibt trotzdem noch viele Fragen. Okay, wir waren ja eben da drüben. Unter Umständen sind hier überhaupt keine feindlichen Streitkräfte. Die werden wohl nur die wichtigen Regionen besetzt haben. Dahin, das ist die Brücke auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir alles in Erfahrung bringen, wenn wir Yamantau erreichen. Und zwar aus erster Hand. Die Moskauer Regierung ist im Grunde nur ein örtlicher Rat, um das mal in Relation zu setzen. Jetzt müssen wir also nur noch herausfinden, wie wir diese gottverdammte Brücke überqueren können. Ich sag mal schon. Ich muss jetzt aber erstmal nochmal hier so reinschauen, wie so der Stand der Dinge ist. Die Waffe. Natürlich hier mit dem Zielfernrohr. Und alternativ haben wir die hier mit Schalldämpfer. Okay. Was sind das für komische Geräusche? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal dahinter. Bist du immer noch hier? Verdammt! Wie soll ich das bloß hinkriegen? Da kommen wir doch schon runter, oder? Hi, Artyom! Was geht? Hallo, Artyom! Du warst großartig! Zumindest sagen sie das alle. So. Wie kommt man da rüber? Ohne gleich zu verrecken. Da ist auf jeden Fall nochmal so ein Vieh. Das Wasser ist jetzt vielleicht ungünstig. Ist vielleicht eher hier hinten so lang. Aber ich gehe nochmal da hoch. Habt ihr noch einen anderen Weg gesehen? Und Artyom, gehst du zum Hafen? Ja, ich gehe ja schon. Da ist niemand. Zumindest habe ich noch. Immer dieser Stress hier. Katja, Nastja, nehmt euch etwas vor. Warum sollten Sie hier eine Basis setzen? Boah, da schlägt das Herz aber hoch. Und schön gemacht, dass man ja die Auswahlwege hat. Stecker. Komm, gehen wir da mal über die Züge am besten. Da ist auch noch eine Hütte. Gucken wir uns auch mal die Insel erstmal an. Ist die Frage.
Geil gemacht, ey. Wenn du schießt. What? So, scheiße. Warte nach, scheiße. Alter. Okay, ich muss vorher ein bisschen ausmerzen, bevor ich hier irgendwie rumballer. Fuck. Einmal in die helle Beleuchtung, bis der Feind dich sehen kann. Ja, okay. Bin ja wahrscheinlich jetzt wieder in dem Zug. Genau. Der lädt halt nicht automatisch. Hier sind auf jeden Fall Viecher. Weiß nur nicht, wo die herkam. Da. Ich weiß nicht, wer den platt gemacht hat. Das waren wahrscheinlich die Hunde. Jeder Schuss muss sitzen. Da kommen sie. Da ist ja auch einer. Boah, kann doch nicht wahr sein. Wie kriegt die Viecher denn so schnell nicht tot? Ich muss das hier mal. Das ist die erste Mission. Warum sind sie so abartig? Warum haut mein Schalldämpferwaffe mehr rein? Die braucht dann dementsprechend ein größeres Magazin. Ich krieg sie nicht platt, oder? Der ist zu weit weg. Definitiv. Gut, ich könnte hier mit dem Boot fahren. Ah, okay. Das habe ich natürlich nicht gesehen.
hier tot. Nee, noch nicht. Wäre kein Meter weit gekommen hier in 10 Minuten, ne? So ein irgendein Schleim auf mich drauf quatscht, das jetzt nicht so leicht heilen lässt. Mal auf die Schuhe, die Schiene. Muss ja auf jeden Fall da gehen. Drecksvieh. Der will mich hier nicht auf dem Wasser lassen. Ich hab richtig Schiss, hier weiterzugehen, ne? Mal einen Tod gekriegt. Kann ich mir noch ein paar Medipacks bauen? So. Das war einer. Davon gibt es aber ein paar mehr hier. Jersey, ja. Das ist er doch. Da läuft doch was. Nee, das weht, da weht was im Wind, okay. Das ist so eine Bunkeranlage, wie sie aussieht. Okay, bis hierhin sind wir erstmal, deswegen mache ich mal ein Speichern.
radioaktiver Regen. War ja klar. So. Müssen wir da hin? Auf jeden Fall. Na, immerhin sind wir ein paar Meter weit gekommen. Mal schnell speichern hier. Da sind die Viecher. Leck Mama, was bist du denn für ein Vieh? Alter Falter. Die Waffe hat einen scheiß Lader, hab ich den. Geht mal weg von dem. Ich frag mich, wie die sich hier so herverlaufen oder ob die noch von vorher da liegen. So. Immerhin haben wir es bis ins Gebäude geschafft. Warum soll ich? Kann ich eigentlich wieder abziehen? Ach so, die Geschichte. Auf jeden Fall schön alles mitschleppen. So, erstmal hier so weiter umgucken, ne? Ja, nichts übersehen. Okay, so kommen wir nicht hoch. Tresor. Weiß, dass wir hier nicht alleine sind. Nicht mehr. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg, ne? Ja. Deswegen machen wir jetzt hier mal Päuschen. Und nächste Folge geht es an der Position weiter. Ich sage danke fürs Zusehen. Entschuldigung für die anfänglichen Tode. Aber ich muss ja auch erstmal wieder reinkommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.